Hallo, wir machen heute Blumenbonbon. Und zwar, ich habe hier 9 Stück gemacht, um euch zu zeigen. Ich habe einfach die Bonbons gemacht und dann mit so einem Holzstäbchen reingetan. Man kann auch diese Holz in Farbe entwickeln, in grüne Farbe. Das sieht viel schöner aus und schicker, eleganter. So, jetzt zeige ich euch kurz, wie ich die ein Bonbon machen kann. In anderen Filmen, bei Div Kreativ, habe ich schon mal gezeigt. Jetzt werde ich euch zeigen, in 2 Farben, wie man schnell ein Bonbon zaubern kann. Am schnellsten, also wenn man nur als Einzel macht, geht auf der Hand, kann man machen, auf Gabeln, viele verschiedene Kreationen, Ideen, Methode. Auf dem Stuhl kann man am schnellsten und ganz viele machen, aber auf der Hand kann man als Einzel. Und dann wickelt ihr so viel, braucht man nicht zählen, so dicker, desto, ja, je mehr man die Farbe entwickelt, desto dicker werden die Bonbons oder größer. In 2 Farben kann man, wenn man bunt, ein bunte Bommel machen kann oder Bonbon. So, jetzt müsste schon reichen. Abschneiden. Dann nehme ich die, habe hier ausgewählt, eine weiße Farbe, passt so grün und sehr schön ist. Da kann man daneben diese weiße Farbe einwickeln. Das war denn zu binden. So, und dann nochmal wickelt man ein bisschen daneben. Die Hälfte genauso ungefähr. Dann jetzt vorsichtig auf die Hände nehmen, festziehen. Muss hier zurück die Weiße. Und dann an der Mitte ganz gut binden. Ganz perfekt an der Mitte. Zweimal durch. Man sieht, dass das schwierig ist, auf der Hand Bonbon zu machen. Aber das ist machbar. Kann man machen. Zwei, dreimal wickeln und dann fest. Ganz fest binden, das ist wichtig. Man kann auch binden mit beiden Farben. Hält noch besser. Wenn ihr nicht fest hier bindet, dann geht auseinander der Bonbon, wenn er geschnitten ist. Das ist das Geheimnis. Und jetzt muss man ihn durchschneiden in der Mitte. Doch eine gute Schere braucht man dafür. Meine schneiden nicht mehr so gut. Dann die andere Seite. Man achte, dass alle Faden oder die ganze Garn geschnitten ist. Und jetzt sieht er so aus, jetzt wird man ihn zurecht so frisieren. In eine schöne Form, schöne runde Form geben.
auf diese Pomponmarker zu kaufen, habe ich selber mir gekauft. Das ist unnötiges Geld. Das bringt auch nicht viel. Viel schöner und schneller geht auf eine Kartons oder Pappe selbst gemacht. Oder auf ein Gabel. Oder auf einfach, wie ich gezeigt habe, auf die Hand, auf die Finger. Er bekommt schon eine schöne Form. Da jetzt müssen wir noch viel. Schaut euch bitte bei Div Kreativ. Ich habe große Teppiche gemacht, habe viele schöne Sachen. Kissen sogar aus Pompon und viele andere interessante und schöne kreative Ideen von Pompon gemacht. Wenn ihr ein bisschen Inspiration braucht oder möchtet, dann könnt ihr durchschauen. So, er bekommt gleich schon eine schöne Form. Sieht gut aus und die hat mehrere Möglichkeiten, kann man bei Mütze, Kindermütze oder Erwachsene festmachen, kann man als eine kleine Variante, als Knöpfe bei einer Pulli oder Weste nehmen, benutzen oder nutzen. Ja, kann man als was man möchte benutzen oder damit machen. So, er ist fertig und würde euch sagen, so sieht er aus, wenn er fertig ist. Ich habe in meinem Fall diese Faden jetzt geschnitten und da habe ich also Blumen, habe ich so ein Schaschlikstäbchen genommen, einfach ganz unten fest in die Pompon rein gedruckt. So, so sieht aus unsere schöne Blümchen als Deko, das einfach aus Spaß. Und ein Kinderzimmer sieht bunt und schön aus. So. Ich hoffe, meine Idee und meine Kreativität, meine kreative Sache oder Pomponsbommel gefällt euch. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß zum Nachmachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.